Wir haben uns mit Bürgermeister Andreas Babler über seine Zukunftspläne für Traiskirchen und sein Stadtentwicklungskonzept unterhalten. Traiskirchen soll in allen Bereichen der grünen Technologie Vorzeigestadt werden, eine Smart City sozusagen. Die Herausforderungen im Hinblick auf klimaintelligente Raumplanung, nachhaltige Energieversorgung und Digitalisierung sind enorm und erstrecken sich über alle Bereiche der Stadtentwicklung. Wir haben ein riesiges Arbeitspensum vor. Vor allem in den großen Fragen, die für uns wichtig sind in der Stadtentwicklung, nämlich wie schaut die Stadt in der Zukunft aus? Das sind langjährige Planungsprozesse in den großen Bereichen. Wir haben jetzt dann vor kurzem den größten Wurf gemacht, was die Flächenwidmung und Bebauungsplanbestimmungen anbelangt, wo wir der Bauwut Einhalt gebieten wollen. Das haben wir Vorreiter in Traiskirchen. Wir haben 1,5 Jahre lang vorbereitet, die Flächenwidmung so zu gestalten, damit wir unsere klassischen Siedlungsgebiete vor Monsterbauten, vor Großbauten schützen können. Wir sind immer in einem Korsett natürlich der übergeordneten Gesetze. Das zu genehmigen ist manchmal sehr zum Missfallen von mir selber. Und deswegen haben wir jetzt Ventile gesucht, wirklich hart daran gearbeitet, das in der nachhaltigen Stadtplanung verhindern zu können, dort so gut es geht und so gut unsere rechtlichen Bereiche ausreichen. Das ist ganz ein wichtiger Bereich. Traiskirchen ist ja Vorreiterstadt, was Ökologie und Klimaschutzmaßnahmen anbelangt. Hier haben wir an der wissenschaftlichsten Masterpläne entwickelt. Wir haben sogar ein eigenes Modell jetzt entwickelt, um CO2-Emissionen stadtmäßig in Zukunft selbst mit einer Partnerfirma evaluieren zu können. Es kommen natürlich jetzt dann auch die Bebauungsbestimmungen ins Rollen, wo wir neue Förderungssysteme überlegen wollen, was Dachflächenbegrünungen und viele andere Dinge bringen. Wir haben 700 Bäume wieder vor, neu zu pflanzen in der Stadt. Wir haben einen irrsinnigen Grünflächenanteil jetzt schon. Wir wollen uns nicht ausrasten, wir wollen renaturieren. Wir haben dieses wichtigste Gut in der ökologischen Stadtplanung, nämlich unberührte Naturlandschaften, auf der anderen Seite grüne Oasen in der Stadt zu schaffen. Und wir wollen vor allem Druck ausüben, und ich habe ja jetzt schon begonnen, jetzt auch an die neue Bundesregierung zu appellieren, ganz groß endlich einen Verkehrsgipfel zu schaffen für das südliche Wiener Umland komplett. Wir haben ja alle dieselben Probleme. Dort, wo übergeordnete Straßenzuständigkeiten sind, beim Bund oder beim Land, dort haben wir jährlich mehr Verkehr. Und da braucht es einen Masterplan, und da braucht es nicht immer die Lippenbekenntnisse. Auf unseren Gemeindestraßen haben wir alles im Griff, und in den Siedlungsgebieten, dort wo Probleme auftauchen, dort sind Land und Bund zuständig, und die müssen endlich einmal weggehen von den üblichen Phrasen und sozusagen uns helfen, uns Gemeinden und Städte. Das gilt für alle, was die Verkehrsbelastung anbelangt. Da habe ich als Erster jetzt Druck gemacht, gleich am Tag 1 der neuen Verkehrsministerin, wirklich eindringlich gefordert, hier jetzt Maßnahmen zu setzen und nicht nur anzukündigen. Das alles gehört zur Stadtplanung dazu. Wichtig ist, dass wir uns rühren können. Wir haben jetzt dann riesige Betriebsgebiete selbst gekauft. Damit verhindern wir, dass da irgendjemand kommt, beispielsweise mit einer Spedition und hunderte Lastwagen am Tag in die Stadt bringt. Hier können wir selber Richtung grünen Campus planen. Das kann man alles nur dann machen, Sozialleistungen garantieren, Vereine unterstützen, Freizeiteinrichtungen betreiben, Campusse selbst kreieren, wenn man finanzstark ist. Und ich habe einen wahnsinnig positiven Finanzabschluss die letzten 5 Jahre, fast die Schulden gedrittelt, das Pro-Kopf-Vermögen versechsfacht von jedem einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Darum sind wir finanzstark, und deswegen können wir auch gestalten, und das ist auch der Weg in der Zukunft.